Stimmung gut, Halle voll in Rostock, da wo der Volleyball-Supercup eine Heimat gefunden hat für dieses Jahr 2023. Meister Allianz MTV Stuttgart fordert Gastgeber und Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin. Der erste Durchgang einer der engeren Sorte. Laura Emmons, eine von zwei Neuen in der Schweriner Mannschaft, kommt zunächst einmal nicht durch. Der Kampf groß, der Ballwechsel lang und am Ende gewinnt Emmons das Drückduell gegen die beste Scorerin der Partie. Das kann ich vorwegnehmen, gegen Crystal Rivers. Am Ende ist es Rivers, die US-Amerikanerin, die selber den Fehler macht. Emmons eigentlich in der schlechteren Position, flog einmal von rechts nach links am Netz vorbei, machte trotzdem den Punkt und das stand so ein bisschen sinnbildlich für diesen ersten Durchgang. Das Glück bis zu diesem Zeitpunkt eher auf Schweriner Seite, zeigte auch dieser Ball. 25 zu 24 Satzball und wie kurios kam der zustande für das Team von Felix Kozlowski. Da muss er selber lachen, der langjährige Trainer des SSC Palmberg Schwerin. Gut aber auch reagiert von Indy Bayerns. Das allerdings auch der letzte Punkt für die Schwerinerinnen in diesem ersten Durchgang. Danach Stuttgart dreifach am Drücker. Und Crystal Rivers mit dem entscheidenden Punkt. 27 zu 25. Ein harter Kampf, ein gewonnener Satz auf der Habenseite für den amtierenden deutschen Meister. Das Grundgerüst der Meistermannschaft der vergangenen Saison aus Stuttgart weitestgehend gleich. Nur zwei neue mit Knallhammer und Henlein und der neue Trainer an der Seitenlinie Konstantin Bitter sahen einen erneut engen zweiten Durchgang mit einer gut aufgelegten Laura Emmons. Wollte ihre Karriere eigentlich in Potsdam beenden, Laura Emmons. Dann gab es Unstimmigkeiten mit dem Verein, der Wechsel nach Schwerin. Sportlich ein absoluter Gewinn für den Pokalsieger. Die Schweriner Fans zahlenmäßig in der Überzahl konnten dann den ersten Satzball beobachten für den SSC Palmberg Schwerin. Der war es dann noch nicht, der zweite, aber saß 25 zu 21. Satzausgleich in Rostock für den SSC Palmberg Schwerin. Satz Nummer 3, geprägt von starker Blockarbeit der Stuttgarterinnen. Kein Durchkommen für den SSC Palmberg Schwerin. Teilweise waren es 3, 4 Blocks in Serie, die die Schwerinerinnen zur Weißglut trieben. Maria Segura und Co. deutlich überlegen am Netz. Kein Wunder also, dass das Pendel in diesem dritten Durchgang in Richtung des Allianz MTV Stuttgart ausschlug und das relativ deutlich. 25 zu 17, der Fehler von Indy Bayerns besiegelte die erneute Satzführung für die Stuttgarterinnen. Schwerin also nun unter Zugzwang. Noch ein Satzverlust bedeutet die Niederlage im Supercup. Das Team von Felix Kozlowski brauchte wieder das Glück auf seiner Seite. Und das hatten sie. Achtung! Tolle Rettungstat von Linda Bock. Nochmal gut aufgepasst in der Defensive der Schwerinerinnen. Und dann ist es der Block des Allianz MTV Stuttgart. Der Videoschiedsrichter griff ein, zeigte an, der Ball war knapp im Aus. Genau diese Punkte braucht es, um wieder reinzukommen in die Partie. Und Schwerin kam nun auf. Immer wieder Linda Bock, Neuzugang aus Dresden, die ihre Akzente setzte. Schwerin kam wieder ran, setzte den Allianz MTV Stuttgart ordentlich unter Druck. Aber auch die Stuttgarterinnen können verteidigen und aus der Transition heraus Punkte erzielen. Der war ganz schwer für Maria Segura, Spanierin, länger schon in Diensten des Allianz MTV Stuttgart. Absolute Führungspersönlichkeit und eine für die schweren Punkte stellte sie hier eindrucksvoll unter Beweis. Und genau diese Punkte gewinnen Titel, das weiß auch Konstantin Bitter. Hier nochmal die Studie Maria Segura in die Hände von Indy Bayerns für den 2-Punkte-Vorsprung und eine leichte Vorentscheidung. Danach Stuttgart immer wieder mit der Nase vorne. Crystal Rivers am Ende 32 Zähler für die US-Amerikanerin. Sie machte den Deckel drauf. Der Allianz MTV Stuttgart feiert den ersten Titel der Saison und ist Supercup-Sieger 2023.